Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal mit einem Tutorial. Und zwar, wie man mit der PS4, mit der normalen PS4 in 1080p streamen kann. Man braucht dazu nicht die Pro. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Das ist hier mein OBS, das ist God of War, das Spiel, was ich gerade streame, so zwischendurch mal. Wie ihr seht, habe ich hier mehrere Sachen angelegt: Twitch-Stream, YouTube und PS4. Wie man das Ganze jetzt einstellt, zeige ich euch. Auf geht's, Freunde. Fangen wir an. Okay, hier so Twitch, meine Twitch-Einstellungen mit Chatbox und so, YouTube. Wenn ich über YouTube streame, PS4, darum geht's heute. Und wie man das macht, zeige ich euch. Das ist das Overlay. Das heißt, wenn mich einer subscribed oder abonniert vielmehr, dann wird das auch angezeigt. Aber wir wollen heute mal über OBS den Stream einstellen. Ich zeige euch meine Einstellungen. Das ist mal so ein gemachtes Bild, so ein Pausenbild mit Live-Chat. Das ist jetzt nur so eine Vorlage. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt verwende oder ob ich mir ein neues mache. Keine Ahnung. Hier seht ihr dann immer den Live-Chat. Ne? Also in den Pausen könnt ihr dann weiter chatten. Das wird dann da angezeigt. Und ja. Aber wir wollen jetzt hier das Videogerät aufnehmen. Beziehungsweise die PS4. Über die PS4 Stream via OBS. Geht einfach auf hinzufügen, Videoaufnahmegerät auswählen, das habe ich ja schon getan. Dann habt ihr das hier. So, dann habt ihr hier das Gerät. Ich habe da die Elgato Game Capture HD, die müsst ihr auswählen. Und hier unten geht er auf Benutzer definiert, stellt er das auf 1920x1080, also HD, Full HD. Höchstmögliche FPS. Oh, und dann war es das eigentlich schon. Natürlich müsst ihr eure PS4 dazu anmachen, sonst habt ihr das Bild nicht, logisch. So, aber jetzt kommen wir hier mal zu den Einstellungen. Und zwar in OBS unter Audio. Lasst ihr das alles so Desktop-Audio-Gerät Standard, Disabled, das ist das Gerät, das ist das Mikrofon, über das ich immer rede, das ist aber momentan nicht angeschlossen, das wird denn hier angezeigt. Das ist das Rode USB, weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt, aber ich gucke nochmal nach. Das könnt ihr hier alles so lassen. Jetzt geht er auf Video, da könnt ihr die Auflösung auf 1920x1080 stellen, skalieren auch, oder ihr macht es auf 720, dann habt ihr aber nur in 720. Und hier stellt ihr ein unter Streamen eure Plattform, wo ihr das jetzt streamen wollt, YouTube, Twitch oder sonst wo. Und dann habt ihr so einen Stream-Schlüssel, den ihr auf der YouTube-Seite bekommt. Den gebt ihr hier ein. Dann geht auf Übernehmen, okay. So, Moment. War denn das jetzt? Moment mal. Ah, hier. Nee, auch nicht. Obwohl hier, das könnte alles so lassen unter erweitert. Das ist alles okay so. Wo war denn das nochmal, Mann? Ach so, da. Codierer, das ist meine Grafikkarte. Meine Grafikkarte hat mehr Power wie mein Prozessor, weil ich habe nur einen Intel Core i5. Also das ist eure Grafikkarte. Und mal 264, das ist euer Prozessor. Je nachdem, was ihr für einen Prozessor habt, könnt ihr natürlich auch über euren Prozessor machen, wenn ihr einen starken Prozessor habt. Und bei YouTube, die Bitrate ist ganz wichtig. Die habe ich auf 6500, weil das läuft über Google. Google ist das scheißegal, habt ihr trotzdem eine super Qualität. Ja, also ich habe die auf 6500 bei YouTube. Auf Twitch habe ich eine andere Bitrate. Und da gibt ihr 2500 ein. Jetzt sagt er, hä, wieso? Ich habe doch eine 100.000er Leitung, wieso so wenig? Ich habe eine 200.000er Leitung. Ganz einfach, ihr müsst immer dran denken, es gibt auch Leute, die haben nur eine 1000er Leitung oder eine 6000er Leitung, Internetleitung. Und wenn ihr das zu hoch einstellt, dann können die das nicht gucken. 2500 ist der optimale Wert, glaubt es mir. Probiert es aus, schreibt es mir in die Kommentare, ob... Ja, Mercy, du hast recht, so sind die Einstellungen perfekt.
also die Bitrate 2500 nur auf Twitch benutzen. Bei YouTube könnt ihr ruhig 6500 nehmen. Dann geht ihr auf Übernehmen, das könnt ihr alles hier so lassen. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem bisschen, mit dem Tutorial. Das ist mein Mikrofon, was denn ausschlägt hier. Könnt ihr euch das noch einstellen, wo ich immer drüber spreche. Desktop-Audio ist für PC. Und hier unten das Videoaufnahmegerät, das ist halt euer Elgato wegen der PlayStation 4. Da schlägt dann auch aus. Seht ihr da? Das ist Sound da. Jetzt hört das der Zuschauer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Tutorial und würde mich über einen Daumen nach oben und Kommentar freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich einfach, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut. Ciao, ciao.